Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019 nach indischen Astrologie. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Aniada, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Dieses Bild, was du hier siehst, symbolisiert dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Dieses Bild bleibt so stehen. Da ändert sich nichts, weil das symbolisiert die Sternenhimmel über dir in dem Moment, wo du geboren bist. Und das ist der Plan, was deine Seele ausgesucht hat. Die Lebensbereiche sind für dich persönlich sehr wichtig, wo Sonne, Mond und die Planeten sind. Das ist hier der dritte Lebensbereich, vierte, fünfte, sechste, siebte, neunte und elften Lebensbereich. Da fließt Energie. Das bedeutet nicht, dass in anderen Lebensbereichen nichts passiert, aber das sind betont, weil für dich ist das wichtig. Also dieses Geburtshoroskop bleibt. Was aber nicht bleibt, stehen, das ist dein Leben. Weil du bewegst dich und du machst Lebensschritte. Und das wird zugeordnet auf 7 Jahren Perioden. Alle 7 Jahren wirkt dir anderen Eindrücke im Leben oder für dich anderen Themen sind wichtig. Momentan befindest du dich in Wassermann-Periode und das heißt, du hast Ideen, du möchtest deine Ideen noch verwirklichen, du hast Veränderungen, unerwartete Ereignisse gehabt oder außergewöhnliche Lebensumstände oder Begegnungen. Und diese Zeit hast du ein großes Bedürfnis gehabt nach Freiraum. Und jetzt übergehst in die nächste Periode und das beginnt bald. Und das ist die Tierkreiszeichen Fischen. In Teil 2 habe ich erklärt, was das bedeutet, dass die Tierkreiszeichen Fischen aus 2 Fischen bestehen. Für dich wird in dieser Periode sehr wichtig, deine Träume, deine Kreativität zum Leben, das in Ausdruck bringen, dass du an dir selbst glaubst, dass du deine Träume vertraust, dass du kreativ bist und vertraust das Fluss des Lebens. Nicht nur du änderst dich, sondern auch Sonne, Mond und die Planeten, sie bewegen sich auch. Wobei Sonne muss ich das anderes beschreiben, das ist eigentlich die Bewegung unserem Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Also bewegen sich die Planeten auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Es gibt Planeten, die bewegen sich schneller. Da gibt es nicht so häufig schicksalhafte Ereignisse, aber sie wirken auch auf unserem Alltag. Und die langsameren Planeten, die bewirken schon einiges. Oft kommen dann tatsächlich schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Begegnungen oder schicksalhafte Entscheidungen. Ich beschreibe erstmal, was ein Planet auslösen kann, immer in diesem Lebensbereich, wo sich gerade befindet. Dann kommt auch die Färbung von Tierkreiszeichen dazu. Sonne ist die Lebensenergie, die Lebenskraft und beleuchtet etwas. Und das heißt, dieser Monat, weil das sind Monatsereignisse, was die Sonne dann auslöst, dieser Monat ist das für dich ein wichtiges Thema. Wenn zum Beispiel im Stier ist, dann löst aus,
dass die Thema Finanzen, Besitz für dich in dem Thema die Fokus sein soll. Und in erster Lebensbereich heißt es auch du selbst, kümmere um dein Selbst, kümmere um deinen Körper, dein Aussehen, dein Auftreten und achte auf dem Stierenergie, dass du das Leben genießen kannst. Und nimm etwas im Besitz, was für dich wertvoll ist. Aber indirekt hat die Stier auch zum Bezug zum Geld. Also das heißt, kümmere auch um das Geld. Also das kann Sonne auslösen, wo beleuchtet den Monatsthemen. Mond bewegt sich am schnellsten und hat einen Einfluss auf unseren Alltag. Hier bei diesem Jahreshoroskop kann ich nicht näher auf den Mond eingehen, sonst wäre diese Aufnahme sehr, sehr lang. Aber im Tageshoroskopen kannst du das immer verfolgen. Aber die Mondphasen sind sehr wichtig. Ein Vollmond und für dich persönlich ist das auch hat eine Bedeutung, weil du bist im Vollmond geboren. In einem Vollmond wird etwas beleuchtet. Die Wahrheit kommt ins Licht. Oder wir sollen etwas ganz genau anschauen. Oder da sind wir die Chancen, Möglichkeiten und bekommen wir im Signal, das ist dein Weg, jetzt geh mal in diese Richtung. Hier wird was aktiviert. Natürlich in einem Vollmond ist wichtig, im inneren Gleichgewicht achten, weil Sonne und Mond liegt gegenüber und es ist wie die Waagschale, da müssen wir die Gleichgewicht halten, sonst verspüren eine gewisse Nervosität oder Unruhe. Aber mal grundsätzlich, die Vollmond kann uns Glück bringen, weil beleuchtet etwas und daran liegt auch die Wahrheit. Und immer in dem Tierkreiszeichen oder Lebensbereichen, wo dieser Vollmond sich befindet. Neumond heißt Rückzug, eine Art meditative Haltung und das brauchen wir auch, damit wir zur Ruhe kommen. Oder in einem Neumond sollen wir etwas verinnerlichen und nach innen schauen. Die inneren Licht suchen, aber auch finden, etwas verinnerlichen. Was ist für uns gerade wichtig? Und immer in dem Lebensbereich, wo sich gerade dieser Neumond befindet. Halbmond ist immer Spannung, Nervosität und das kann unserem eigenen Nervosität sein, kann auch bedeuten, dass in unserer Umgebung ist so viel Hektik, und jeder ist nervös, aber das geht schnell vorbei, weil Mond entfernt sich relativ schnell von dieser Position, dann beruhigt sich das alles. Und immer in dem Lebensbereich wirkt diese Nervosität, wo sich gerade dieser Halbmond befindet. Wenn zum Beispiel in Zwillinge ist und das hat einen Einfluss auf deine Finanzen, dann würde ich in diesem Tag nicht unbedingt einkaufen gehen oder einen Vertrag unterschreiben. Merkur setzt vieles in Bewegung. Merkur ist sehr beweglich. In einem Merkur-Einfluss haben wir mehr Gespräche oder haben wir neue Kontakte oder haben wir Termine oder lernen wir etwas. Wir haben Austausch, Kommunikation, Wissen wird angeeignet oder wir vermitteln Wissen. Merkur bedeutet auch, wir bekommen eine Nachricht oder haben wir einen Termin oder wir unterschreiben einen Vertrag. All das steht im Merkur-Einfluss. Bei Venus-Energie verschönern wir etwas. Entweder gehen wir zum Friseur oder kaufen wir ein neues Kleid, besonders wenn hier im ersten Lebensbereich ist. Oder verschönern etwas zu Hause, das wäre hier im vierten Lebensbereich sein. Natürlich kann auch bedeuten Kontakt zu Frau oder Frauen, weil Venus ist die weibliche Energie, also heißt auch Frauen, dass man eine Freundschaft pflegt oder trifft mit den Freundinnen. Es muss nicht unbedingt Freundinnen bedeuten, das kann auch Tochter sein oder eine Kollegin oder Nachbarin. Kann auch bedeuten, besonders hier im 12. Lebensbereich Neider oder Rivalinnen, dass auch diese weiblichen Personen Einfluss hat auf unserem Leben.
Aber Venus bedeutet nicht nur das, sondern auch Kreativität. Dann zeigen wir unsere kreativen Seite oder bringen wir etwas in Harmonie. Und Venus hat einen Einfluss auf unser Liebesleben, weil Venus ist die Planet der Liebe. Bei Mars Energie setzen wir uns durch, zeigen wir Kraft, dann behaupten wir uns. Bei Mars Energie setzen wir etwas in Bewegung. Mars steht auch zum Bewegung, auch zum Sport und auch zum Autos, wie zum Beispiel Autoreparatur kann auslösen oder ein Autokauf oder Verkauf kann ein Mars Einfluss auch auslösen. Aber Mars bedeutet auch der Mann, Kontakt zu Männern, entweder in die Liebe, Partnerschaft, aber muss nicht sein, kann auch ein netter Nachbar sein, wo uns gerade hilft, oder ein Handwerker, wo im Haus kommt, oder Verwandten, die Kontakt, also Verbindung zu männlichen Personen. Jupiter vergrößert etwas, schenkt uns Möglichkeiten, Chancen. Bei Jupiter Einfluss erleben wir manchmal auch rechtlichen Lage, weil Jupiter steht zum Gerechtigkeit, aber öffnet auch unserem Augen für Ungerechtigkeiten. Bei Jupiter Einfluss kann auch eine rechtliche Lage sein. Saturn beeinflusst unserem Schicksal, ist auch die Schicksalsplanet. Bei Saturn Einfluss haben wir immer schicksalhafte Entscheidungen, schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Begegnungen. Und bei Saturn Einfluss lernen wir auch etwas. Bei Uranus kommen unerwartete Ereignisse. Meistens kommt das plötzlich, wie ein Blitz. Bei Uranus kommen Umbrüche und Veränderungen auch. Neptun zeigt unseren Träume, Visionen, da sind wir sehr kreativ und verträumt und es ist alles so schön. Aber Neptun kann uns auch täuschen, beziehungsweise die Täuschung kommt nicht von Neptun, sondern von Menschen, die diese Neptun-Energie missbrauchen, weil die erzählen uns Märchen schön traumhaft verpackt und wir glauben, dass das wirklich so ist und in Wirklichkeit ist das eine Lüge. Also Neptun kann auch ein bisschen täuschend wirken und löst Enttäuschungen aus. Bei Pluto ist wichtig das Loslassen, alles was im Weg steht, all das Verabschieden, Trennen davon und immer im Kraft bleiben. Und Pluto zeigt daher das innere Kraft. Rückläufigkeit möchte ich noch beschreiben, weil das kommt auch vor in diesem Jahreshoroskop. Rückläufigkeit bedeutet entweder, das bremst etwas, wir haben das Gefühl, es geht nichts voran, es wird etwas festgehalten, es ist alles so zäh. Und bedeutet aber auch diese Rückläufigkeit Vergangenheit. Vergangenen Themen kommen wieder oder meldet sich jemand von Vergangenheit. Und jetzt starten wir mit Januar 2019, wobei das geht jetzt zu Ende. Bei den nächsten Horoskopen werde ich dann Januar 2020 dazu nehmen, aber wir bleiben noch jetzt bei Januar 2019. Rahu und Ketu. Ketu zeigt die alten Karma, alten karmischen Themen, Erinnerungen, Begegnungen, wird aktiviert, jetzt gerade im Steinbock. Ketu befindet sich im Steinbock. Bis Ende März 2019, dann übergeht Ketu in Tierkreis, Zeichen Schütze, und bleibt dann ab April bis zum Jahresende in Tierkreiszeichen Schütze. Das ist Vergangenheit. Die neue Richtung, was unsere Seele sucht, unser Platz im Leben oder mehr Bezug zum Materie, etwas zu erreichen, etwas in Besitz zu nehmen, etwas gestalten, die Suche nach etwas, wo wir uns vollständig fühlen. Diese Rahu-Energie ist hier im Krebs,
bis Ende März 2019 ab April übergeht in Tierkreiszeichen Zwillinge und bleibt hier bis Jahresende in Zwillingen. Pluto ist in Tierkreiszeichen Schütze und bleibt ganzes Jahr in Tierkreiszeichen Schütze und wirkt im achten Lebensbereich, und das heißt vieles loslassen, in inneren Kraft bleiben. Du befindest dich in dieser Transformation das ganze Jahr. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Da kannst du deine Visionen, deine Träume verwirklichen, wo auch Anerkennung bekommst. Und das ist Richtung Berufung oder Öffentlichkeit, kann das auch bedeuten. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, bleibt auch ganzes Jahr hier im Widder nach indischen Berechnung. Das ist eine andere Berechnung. Bei indischen Berechnung bleibt hier, dein Inneren ändert sich etwas. Und wirst du einiges mit anderen Augen betrachten. Und bekommst du auch Erkenntnisse um die Geheimnisse des Lebens. Saturn, dieser Schicksalsplanet, ist im Schütze und bleibt auch ganzes Jahr im Schütze. Hier hast du Lernaufgabe. Natürlich bei Pluto und Saturn-Energie hier im achten Lebensbereich kann auch eine erbschaftliche Situation sein oder auslösen. Muss nicht sein, also keine Angst, aber hier in erster Linie das Loslassen, diese Transformation, in inneren Kraft bleiben und hier die Lernaufgabe, das auch zu verstehen. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter in Skorpion wirkt auf die Partnerschaft. Liebe Partnerschaft, da hast du die Chancen, Möglichkeiten. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Da ist deine Kraft, wo du dich einsetzt, die Mars-Energie. Kann natürlich auch bedeuten, du begegnest dich mit einer männlichen Person im Bekanntenkreis, Freundeskreis. Und Sonne, Merkur, befindet sich im Schütze. Das kann auch Terminen sein mit Ämtern oder Verträgen. Und Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Februar 2019, schauen wir, was sich ändert. Venus, Sonne und Merkur, die ändert sich auf jeden Fall. Venus ist im Schütze, Sonne, Merkur ist im Steinbock. Venus ist im Schütze, bewegt sich auch relativ schnell, und Sonne, Merkur ist im Steinbock. Und das kann für dich bedeuten, Nachricht von Ausland oder etwas Neues lernen, bedeutet auch vielleicht Fremdsprache. 4. Februar ist Neumond im Steinbock, 12. Februar ist Halbmond im Widder, 19. Februar ist Vollmond im Krebs, 26. Februar ist Halbmond im Waage. März, Mars übergeht im Widder. Sonne, Merkur und Venus ändert sich auch. Sonne ist im Wassermann. Da fließt die Lebensenergie, das ist ein wichtiges Monatsthema dann.
Venus ist im Steinbock. Und Merkur ist in Fischen. Da sind Gespräche mit Freundeskreis oder unterschreibst du einen Vertrag, wie zum Beispiel im Verein, in einem Sportverein könnte auch sein oder Kunstverein. 6. März wird Merkur rückläufig. 6. März ist Neumond im Wassermann. 14. März ist Halbmond im Stier. 21. März ist Vollmond im Löwe, 28. März ist Halbmond in Skorpion. April, Mars ist im Stier, da musst du dich behaupten und Kraft zu zeigen. Merkur ändert sich, Sonne ändert sich. Und Venus ändert sich, Jupiter ändert sich auch. Jupiter übergeht zum Schütze. Jupiter übergeht im Schütze. Und Sonne ist in Tierkreiszeichen Fischen. Da ist die Licht, die Lebensenergie, wichtige Monatsthema. Dann Merkur ist im Wassermann rückläufig und kehrt wieder zurück zum Wassermann. Und Venus ist auch im Wassermann. 11. April wird Jupiter rückläufig. 25. April wird Pluto rückläufig. 30. April wird Saturn rückläufig. 5. April ist Neumond im Fischen. 12. April ist Halbmond in Zwillingen. 19. April ist Vollmond im Waage. 26. April ist Halbmond im Steinbock. Mai. Mars bleibt im Stier, Jupiter ist rückläufig und kehrt wieder zurück. Zum Skorpion. Sonne. Merkur, Venus, ändert sich die Position. Venus, Merkur ist in Fischen. Das kann hier bedeuten, dass du mit einer Freundin kontaktierst und Sonne ist im Widder. Und das bedeutet für dich ein gewisser Rückzug, weil du brauchst diese Kraft oder halte dich von etwas zurück. 4. Mai ist Neumond im Widder, 12. Mai ist Halbmond im Krebs, 18. Mai ist Vollmond im Waage, 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Juni, Mars übergeht in Zwillinge. Merkur, Venus, Sonne ändert sich die Position. Sonne und Merkur ist im Stier. Da hast du viel Kontakte, bist du auch wahrgenommen. Und Venus ist im Widder. Das kann bedeuten, dass eine Frau ihre Geheimnisse anvertraut. Oder wenn das um dein Liebesleben handelt, dann sollst du eher schweigen, sei zurückhaltend. Kann auch bedeuten, dass du hier eine geheime Feindin oder Rivalin hast und das sollst du auch erkennen. Ich möchte das nicht behaupten, aber das kann auch diese Position auch zeigen. 22. Juni ist Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Stier,
10. Juni ist Halbmond im Löwe, 17. Juni ist Vollmond in Skorpion, 25. Juni ist Halbmond in Fischen. Juli. Mars übergeht im Krebs. Sonne Venus ist in Zwillingen. Und da sollst du auf die Finanzen achten. Du neigst dazu, Geld ausgeben für schöne Dinge, was du vielleicht später bereust. Und Merkur ist im dritten Lebensbereich. Das kann bedeuten, dass du von einer männlichen Person Nachricht bekommst. Interessant ist am Juli, dass eine rückläufige Saturn und eine rückläufige Pluto, was karmischen Themen und Vergangenheit zeigt, steht mit Ketu, was auch die alten Karma symbolisiert, stehen in einer Verbindung in Tierkreiszeichen Schütze, also hier in diesem Lebensbereich. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen, 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze, 25. Juli ist Halbmond in Fischen. Mars bleibt. Venus und Sonne, Merkur ändert sich die Position und Sonne, Venus ist auch im Krebs. Das wird ein wichtiges Monatsthema sein und Merkur ist in Zwillinge. Diese Rückläufigkeit löst sowas aus. 12. August wird Jupiter direktläufig. Also ändert sich die Richtung und das erlebst in Partnerschaft. Endlich geht alles voran. 12. August wird Uranus rückläufig. Halte dich von etwas zurück. 1. August ist Neumond im Krebs. 7. August ist Halbmond im Waage. 15. August ist Vollmond im Steinbock. 23. August ist Halbmond im Widder. 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Das ist das königliche Stern, das Herz der Löwen. Sollen wir auf unserem Herzensangelegenheiten achten. September. Mars übergeht in Löwe. Hat einen Einfluss auf deine Wohnsituation oder bekommst einen Besuch. Und nicht nur Mars, sondern auch Sonne, Merkur, Venus, alles ist im Löwe. Die ganze Energie fließt auf dein Zuhause, auf deine Wohnsituation. Dann passiert Folgendes. Saturn hat einen Einfluss auf unserem Schicksal. Bis 18. September ist rückläufig, hält alles zurück. Haben wir auch noch Erinnerungen oder Begegnungen von Vergangenheit. Und dann ändert sich die Richtung. September ändert sich die Richtung und geht alles voran. Also bewegt sich vorwärts und das spüren wir in unserem Schicksalsweg. 19. September wird Saturn direktläufig. Hier kommen Veränderungen. 6. September ist Halbmond im Skorpion, 14. September ist Vollmond im Wassermann, 22. September ist Halbmond im Stier, 28. September ist Neumond im Löwe. Also zurück zum Saturn.
hier, wenn du hier ämtlichen Themen hast oder erbschaftliche Situation, dann wird das ab 19. September geht alles voran. Oktober, Oktober ist Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrau. Und Merkur ist im Waage. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillinge. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. November. Merkur-Venus ist im Skorpion, Sonne im Waage, Merkur-Venus hier aktiviert etwas in Partnerschaft, das kann auch eine Nachricht sein, Sonne ist im Skorpion, Sonne ist im Waage, Sonne ist im Waage. Und Mars ist in Jungfrau. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Ab 21. November ist dann Merkur direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig. 4. November ist Halbmond im Steinbock. 12. November ist Vollmond im Widder. 19. November ist Halbmond im Krebs. 26. November ist Neumond im Waage. Dezember. Mars und Merkur ist im Waage. Aktiviert hier den 6. Lebensbereich. Sonne ist im Skorpion. Das wird ein wichtiges Monatsthema sein, Partnerschaft. Und Venus ist in Tierkreiszeichen Schütze. Vierter Dezember ist Halbmond in Wassermann. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Liebe Anja, das war dein Jahreshoroskop. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.